Das sind nicht nur die Beamten an sich, es sind natürlich alle Menschen, die hier irgendwie rein und raus gehen, sprich Sozialarbeiter, Psychologen. Okay Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Bei mir ist alles wunderbar. Die Frage wurde sehr, sehr, sehr häufig in den Kommentaren gestellt. Ich habe sehr lange einen Bogen um dieses Thema gemacht, habe mich aber doch dazu entschlossen, ein Video dazu zu machen. Habe mich einfach dafür entschieden, ein paar Informationen wegzulassen, die sehr sensibel sind und die nicht für alle Ohren und nicht für alle Augen bestimmt sind. Von daher, ja, legen wir einfach direkt los. Wie werden Drogen in den Knast geschmuggelt? Beziehungsweise natürlich nicht nur Drogen, auch andere verbotene Gegenstände, wie beispielsweise Telefone, dass man einen Knast komplett Drogen- beziehungsweise handyfrei bekommt, ist illusorisch, sollte jedem klar sein. Das wissen selbst die Justizminister, Plural, und auch unser Justizsenator hat das ja schon in mehreren Interviews zugegeben, dass es utopisch wäre, ja, sowas anzunehmen. Du kriegst keinen Knast dieser Welt komplett drogenfrei, beziehungsweise handyfrei. Das sollte erstmal jedem klar sein, der sich mit der Materie nicht auskennt. Gefangene haben natürlich sehr viel Zeit und können unter Umständen sehr kreativ werden, was die Straßen angeht, das heißt umgangssprachlich die Wege, also wie Sachen reinkommen. Und deswegen werden wir hier mal ein paar gängige Methoden durchgehen, um für alle ein bisschen mehr Licht ins Dunkle zu bringen. So. Also, mit dem ersten Weg, über den ich reden möchte, ist natürlich der Besuch. Wird natürlich allen klar sein, dass es ein großes Einfallstor ist für gewisse Sachen. In Corona-Zeiten natürlich sehr schwierig durch die Plexischeiben, durch den Abstand und so weiter und so fort, weil ja jeglicher Körperkontakt untersagt ist. Und da man auch darauf penibel achtet, ist es natürlich sehr schwer. Es ist trotzdem möglich. Aber nun gut, wie und was und wo, wie das im Einzelnen funktioniert, ist wieder so eine sensible Information. Die lassen wir bei Rande, lassen wir zur Seite. Aber wie gesagt, ja, der Besuch. Ja, so. Der Besuch ist auf jeden Fall definitiv ein großes Einfallstor. So. Und da es Besuch in jeder Haftanstalt gibt, kann man sich natürlich vorstellen, dass da so der ein oder andere Gegenstand unbemerkt übergeben werden kann. Und die dann auch bei der späteren Kontrolle nicht immer entdeckt werden, ne? Weil auch da Gefangene zum Teil sehr kreativ werden können. So. Die andere gängige Methode sind natürlich Mauerüberwürfe. Sprich, man wirft einfach ein ganzes Paket. Da kann dann alles Mögliche drin sein. In der Regel fliegt dann nicht nur eine Art der Ware, ne, sondern das ist meistens ein Telefon, ein bisschen Haschisch, ein bisschen Kokain, ne, so. Der eine oder andere lässt sich sogar irgendwelche Schokoriegel über die Mauer werfen, die es im Knast nicht gibt, ne. Also wie gesagt, da habe ich schon auch alles Mögliche gesehen. Oder auch Anabolika und so weiter und so fort. Das ist zum Teil auch ein großes Thema im Knast, je nachdem. Hier in Heidelberg nicht so, aber in Tegel war es auf jeden Fall ein großes Thema. So. Wie gesagt, Mauerüberwürfe funktioniert hier in Heidelberg. Hat es über einen längeren Zeitraum sehr gut funktioniert, bis man dazu übergegangen ist, die ganzen Außenfassaden, die quasi direkt an die Außenmauern bzw. an die Außenzäune grenzen, mit Lochgitter zu versehen. Und ja, bis jetzt das Einzige, was bis jetzt noch nicht mit diesen speziellen Gittern ausgestattet ist, sind halt quasi die Fassaden, die nach innen zeigen, also auf die Freistundenhöfe quasi, ne? Also, weil du kannst ja nicht über drei Ecken irgendwie irgendwas reinholen. Ne? Dementsprechend wird irgendwas über die Mauer geworfen. Dann wird das Ganze mit einem Netz versehen. Also sowas, wie ihr von Zwiebeln beispielsweise kennt oder von Kartoffeln. So. Der Gefangene macht sich einen Haken aus beispielsweise einer Gabel, ne? Biegt die ein bisschen zurück, damit du sowas wie einen Angelhaken hast. Bindest das Ganze an eine Schnur, weil derjenige, der wirft, schafft es natürlich in den letzten Fällen direkt vor dein Fenster zu werfen, sodass du es einfach mit der Hand aufheben kannst. Und ja, dementsprechend baut man sich da so eine kleine Angel und angelt das Ganze dann halt rein. Ne? Wenn das Ganze natürlich, wenn der Wurf quasi unbemerkt von den Beamten geblieben ist, hat das auch in sehr vielen Fällen sehr gut funktioniert. Wie gesagt, jetzt ist es ein bisschen schwieriger, heißt nicht, dass es unmöglich ist, aber das ist wieder eine sensible Information, die ich an dieser Stelle nicht preisgeben möchte. Von daher, wie gesagt, wir richten uns auf alle Gegebenheiten ein und für jede Maßnahme fällt uns irgendeine Gegenmaßnahme ein. Von daher, ja, kann man da beruhigt sein oder halt besorgt, je nachdem, auf welcher Seite man kämpft. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit der Pakete.
Da gibt es auch sehr kreative Methoden, wie man da etwas irgendwo einarbeiten kann und so weiter und so fort. Aus diesem Grund, zumindest wird es nach außen hin so kommuniziert, sind Pakete seit Ende 2016 dank dem neuen Strafvollzugsgesetz in Berlin verboten. Das Einzige, was man noch geht, wenn die Familie weiter weg wohnt, sind quasi so Pakete mit Anziehsachen und sowas. Ja, so. Aber in der Regel mag das die Anstalt nicht, also ist nicht gern gesehen, irgendwelche Pakete, das muss man auch extra genehmigen lassen und so weiter und so fort. Und im Grunde sagt man dann immer, oder versucht man den Gefangenen zu verklickern, wenn du Besuch hast, lass sie auch beim Besuch bringen. Aber manche Leute haben einfach keinen Besuch, weil die Familie zu weit weg wohnt. Und dementsprechend werden da teilweise Ausnahmen gemacht, sodass man sich beispielsweise Klamotten schicken lassen kann in Paketen. Ne? Die werden dann natürlich auch durchleuchtet und kontrolliert und so weiter und so fort. Aber die Anzahl der Pakete hat es natürlich drastisch minimiert, denn früher gab es, konntest du drei Pakete im Jahr empfangen, das heißt, das sogenannte Weihnachtspaket, das sogenannte Osterpaket, und ein Drittpaket. Das Drittpaket konntest du halt aussuchen, entweder zum Geburtstag oder einfach so mitten im Jahr, konntest du halt aussuchen. Dann konntest du quasi beliebig jedes Jahr bekommen. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, was hier an Weihnachten und Ostern los war mit Paketen. Das hat natürlich enorm Personal in Anspruch genommen. Über die Personalnot brauche ich euch ja nichts zu sagen in deutschen Gefängnissen. Zumindest, was heißt in deutschen Gefängnissen? Ich rede jetzt mal nur über Berlin. Ich weiß nicht, wie das in den ganzen einzelnen Bundesländern aussieht. Ich weiß auch, dass in bestimmten Bundesländern auch Pakete noch erlaubt sind. In Berlin sind sie es definitiv nicht mehr. Und ja, ich vermute, das ist so ein bisschen, ja, dass da die Motive unterschiedlich gelagert sind, ne? Also zum einen hat man natürlich das Personal für andere Dinge zur Verfügung, als irgendwelche Pakete zu kontrollieren und auch die Ausgabe. Du musst dir vorstellen, es wird zwar durchleuchtet, aber dann, wenn es reingekommen ist, muss trotzdem der Beamte es vor deinen Augen öffnen. Da muss jedes Teil nochmal durchgegangen werden und so weiter. Und wie gesagt, da manche Leute sehr kreativ unterwegs sind, ist es unmöglich für die Beamten da alles wirklich zu kontrollieren. Also eine ganz kurze Sichtkontrolle und das war's aber auch schon. Ja. Du kannst ja nicht jeden Schokoriegel aufmachen und gucken, ob da wirklich ein Schokoriegel drin ist und so weiter und so fort. Von daher, wie gesagt, Pakete sind schon mal in Berlin raus. Dann haben wir natürlich eine sehr kostenspielige und auch eine sehr kreative Methode, die aber natürlich viel mehr Logistik in Anspruch nimmt, beziehungsweise du brauchst Leute draußen, die sich damit auskennen, die erstens die Hardware besitzen, zweitens auch das Know-how, damit umzugehen. Ich spreche natürlich von Drohnen. Ist auch ein sehr gutes Mittel, ist aber nicht so weit verbreitet, wie man vielleicht denken möchte. So, ja. Aber es ist auch eine Möglichkeit so. Mehr will ich dazu auch nicht eingehen, so. Das reicht an dieser Stelle. Dann kommen wir natürlich zur Post. Ja, also ganz normale Briefe und so weiter und so fort. Die sind ja weiterhin erlaubt. Ist ja klar, nur Pakete sind verboten. Post. Und ein großes Thema ist dabei zum Beispiel Spice. Ne? Weil Spice ja in der Regel auf dieses komische, ich weiß nicht, wer Spice kennt, sieht aus wie so ein Gewürz. Und das sind ja auch irgendwelche komischen Stoffe, die eingesprüht werden, ne, mit Spice. So. Teilweise in Betonmischern dann noch, ja, gemischt und so weiter und so fort. Und dementsprechend kann man natürlich auch diese komische Flüssigkeit, womit dieses Kraut normalerweise eingesprüht wird, was du dann im Endeffekt in der Zigarette legst oder in den Joint und rauchst, natürlich kann man das auch auf Papier sprühen. So, ne? Und dementsprechend gibt es die Möglichkeit, halt Papier zu tränken in dieser Flüssigkeit und das halt reinzuschicken. Ist auch sehr schwer, das nachzuvollziehen und ja. Also über die Post, wie gesagt, ne? Also kann man auch kreativ werden und so weiter und so fort. Post wird auch durchleuchtet zum Teil. Von daher sind da die Möglichkeiten natürlich etwas eingeschränkt, aber möglich ist es auch. So. Und dann möchten wir über ein ganz sensibles Thema reden, und zwar die Beamten. Es sind nicht nur die Beamten an sich, es sind natürlich alle Menschen, die hier irgendwie rein und raus gehen, sprich Sozialarbeiter, Psychologen, irgendwelche Dozenten, die hier irgendwelche Gruppen anbieten, sei es eine Sozialkompetenzgruppe oder eine Antigewaltgruppe. Dann gibt es in den Werkhallen natürlich auch Arbeiter, ja, gehen auch jeden Tag rein und raus, so Werksbeamte, ja, in diese Richtung. Also jeder, der extern irgendwie rein und raus kommt, ne, kann ein Einfallstor darstellen, aber natürlich auch die Beamten. Ne, so.